Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zur neuen Folge hier im First Playthrough vom Elden Ring DLC Shadows of the Erdtree. Wir stehen hier auf der Säule der Unterdrückung. Sehr toller, fantasievoller Name. Und bevor es weitergeht, ich muss nochmal dringend, dringend zurück hier nach Belurad, denn mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe doch irgendwann mal auf dem Weg zwischen Anfang und Ende diesen tollen tanzenden Löwen diesen Schlüssel gefunden. Und den muss ich ja noch irgendwo in eine Tür setzen. Und ich weiß, dass ich an zwei Türen vorbei bin, die sich nicht öffnen ließen. Und zwar nicht, weil sie von der Seite aus nicht öffnenbar war, sondern weil sie verschlossen waren. Und deswegen, muss jetzt noch mal kurz überlegen, bei welch Turmsiedlung, kleiner privater Altar. Das war nicht an diesem Balkon. Ich glaube hier. Wir schauen mal. Auf dem Balkon mit den beiden Zauberern, da war die Tür. Ich glaube, ich bin richtig. Bin ich richtig? Mal gucken. Mal hier rausgehen. Zurück. Ein Stück zurück. Hier war das. Haha. Und zwar hier vorne. Erstmal Lampe ein. Super, sehr gut. Oh. Da ist jemand. Mal kurz umschauen. Da ist noch eine Tür. Oh. Der Kopf des tanzenden Löwen. Sonst nichts? Außer NPC? Na gut, sprechen wir mal mit dir. Macht Tee, oder? Läuft hier rum, okay. Within. Forgive this old woman her foolish fears. 'Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy gracious arrival. Oh, oh, oh. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war, and dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmerity's lot. They who betrayed us, aye, they who burned us, let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing. In service to thee. Richtige Eingebung gehabt. Oh, sculpted keeper, my song will I. Cool, alles klar. Oh, welchen Helm habe ich denn bis jetzt gerade getragen? Gucken, Schuppenhelm. Geht alles noch bis zur mittleren Last hier. Große Last, mittlere Last. Boah, auch mal als Radar rum. Ah, das ist mir ein viel zu großer Busch hier im Gesicht. Auch nicht schlecht. Okay. Oh, die Tür ist auch offen. Sehr schön. Aber dann. Ah, ja, dann schließe ich den Kreis wieder. Perfekt. Und ich habe noch einen anderen. Ich habe mir auch noch einen Balkon, der andere Balkon, der übers Dach erreichbar ist. Und
wo noch ein Item lag, auf der anderen Seite. Da war in dem Raum war einfach eine Lücke im Boden und ich kam nicht weiter. Und auf der anderen Seite lag ein Item. Da muss man noch irgendwie hinkommen. Und das ist auch hier ums Eck. Also, wenn man denkt, man hat schon so einen Dungeon komplett erledigt, think twice. Hier jetzt gerade noch NPC mit irgendeinem... Ja, das ist auf der anderen Seite. Ja, genau, hier war das. Da oben. Da oben. Ja, den Wirbel, den brauche ich jetzt nicht nochmal bekämpfen. Nee. Oh. Gut. Und hier war der Jumpscare. Der gar nicht schlecht ist. Könnt ihr euch schenken. Dann hier rein, die Treppe rauf. Die Leiter rauf, meine ich. Und dann hier genau. Wie kommt man da hin? Das Dach. Ja. 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 Weißfleischpilz. Ja. Oh. Ja, und ich sehe dich doch. So. Oh. Da stimmt, die Kanalisation. Da war doch auch... Öffnet das Eisengitter am Boden des Brunnens in Belorad. Ja. Ja. Das ist wieder am Anfang. Ganz am Anfang. Okay, also nochmal zurück. Lass mich einfach in Ruhe. Hier lang. Da die Hauptstraße runter. Und dann da vorne links. Da war doch der Brunnen. Hey, da ist ein Item. Doch ein Schmiedestein. Da, jawohl, genau. Ey. Springt ruhig mit runter. Ja, da, hier. Die Tür war auch verschlossen. Kommt jemand mit? Ihr zwei. Okay. Die müsste jetzt aufgehen, ne? Hm. Ist das eigentlich giftig? Nein. Oh. Oh. Das ist bestimmt giftig. Oh, natürlich. Hier sind Fliegen unterwegs. Warum nicht? Klar. Das ist aber kein schlimmes Gift. Schau mal, das geht ganz langsam hoch. Ich glaube jetzt nämlich auch nicht, dass ich so die mega Giftresistenz habe. Alles klar, dann machen wir jetzt mal Left War Strats hier im Uhrzeigersinn. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Das erinnert an die Giftfestung in Mount Gelmir im Hauptspiel. Oder auf Mount Gelmir im Hauptspiel. So. Oh, das ist ja echt groß nochmal hier. Items? Hüpfen wir mal über die Dächer. Nein. Nichts? Da drüben. Hm. Ja. Ah, okay. Scheint nicht so. Oh, na unten wenigstens. Na. Neutralisierende Boli. Ja, die kann man hier gut brauchen. Antigift-Tabletten. Okay.
dann mal über diesen großen zusammengestürzten Turm. Himmel, das ist der gesamte Innenbereich hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles auch noch begehbar ist. Spielstein 2. Oh. Große Fläche. Items da drin. Da könnte was passieren. Trau dem Braten nicht. Ah, ja. Natürlich. Wieso auch nicht? Falsche Richtung ausgewichen. Lass mich nicht wie ein Anfänger aussehen. Welche Form von Geist bist du? Was hast du drauf an Zauberei? Wahrscheinlich die gelbe. Ja, es ist okay. Ja. Ich habe ja gerade neutralisierende Boli eingesammelt. Ja, es ist der gelbe. Horntalisman Immunität plus 2. Nice. Gebrochene Rune. Scheibe Fleisch. Normalerweise lassen die ja goldene Saaten fallen, aber davon brauchen wir ja keine mehr. Gibt ja auch im Hauptspiel mehr als genug, um die Flaschen zu maximieren. Schmiedestein. Giftknochen. Okay. Und damit ist hier hinten wohl aufgeräumt. Okay, lass mich hier wieder raus. Dass ich vielleicht auch mal eins von diesen neutralisierenden Boli schnuppern kann. Ups. Hab ja 8 Stück. Ansonsten kann ich mir bestimmt noch welche selbst herstellen. Wobei es mangelt immer an diesen komischen Heuschreckenköpfen. Die man braucht, um die Dinger zu craften. Habe ich denn? Warte mal. Objektherstellung. Ja. Komm, Libellen. Da hätte ich sogar 10 Stück. Ich brauche Erba. Erba fehlt mir. Erba ist, glaube ich, das sind Höhlen, oder? Das Zeug wächst in Höhlen vornehmlich. Fliegen! Hab sie schon gesehen auf den Hausdächern. Oh, und das nicht zu knapp. Machen die... Bisschen zu wenig Schaden für 2 Schläge. Ja, hör auf, hier mich anzukotzen. Ihr seid mir ein bisschen zu viel hier. Außerdem drehe ich mich so ständig im Kreis, dass ich überhaupt keine Orientierung mehr habe, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Also ich bin unter der... Was ist mit euch? Da bin ich doch hergekommen, ne? Ja, genau. Ich hatte euch vorher nicht gesehen. Oder dich? Ah. Weil da war vorhin der Anfang. Ja, da war die Treppe, hier ist die Brücke. Okay, alles klar. Dann machen wir weiter. Da ist ein Item, das sehe ich gerade. Wahrscheinlich ein Drop. Von der Fliege. Oh, da steht jemand Großes. Oh. Das ist wieder so ein Wirbler, ne? Mit Fliegen.
Die haben ja keinen Rücken, den man backstabben könnte, habe ich bemerkt. Aber, oh. Dieser Disrespect. Ei. Na. Oh. Schwert des Hornkriegers. Krummschwert. Krummschwert des Hornkriegers, Wächter des Turms. Die verschlungenen Hörner, die die Klinge zieren, erlauben ihr als Medium für den Hornruf zu dienen. Die sind deutlich gefährlicher als ihre Kollegen aus dem Dark Souls 3 DLC. Echt keine Spaßangelegenheit, die Viecher. Giftige Hand. Oh, ist eine Waffe. Faustschlagwaffe. Löst Vergiftung aus. Ein Handschuh, der aus einer abgezogenen Haut der Opfer eines reinen Blutbades genährt wurde, fügt dem Ziel tödliches Gift zu, erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe eine Vergiftung auftritt. Cool. Dies sind die Waffen, die aus der unnachgiebigen schwarzen Impulsen der Rache der völligen Niedergeschlagenen geschmiedet wurden. Buh. Wenn die auch noch dazukommen. Okay. Lief besser als gedacht. Normalerweise ist es keine gute Idee, in die Mitte einer Gegnergruppe zu laufen und einfach drauf loszudreschen und das Beste zu hoffen. Oh, hier ist eine Leiter, da geht's hoch. Aber wir scheinen noch nicht fertig zu sein hier unten. Da hinten geht's noch weiter. Irre. Die haben wirklich auf... Also, in diese... Belurat jeden Quadratzentimeter ausgenutzt. Und das mehrfach. Übereinander. Um da einen riesigen Level auf engstem Raum dir zu geben und an allen Ecken und Enden was zu verstecken. Hast mich daran erinnert, dass mir Lukas auch noch gesagt hat, es soll hier offenkundig noch ein weiteres Siegel geben von Mikkeller. Ach, das war hier. Das war hier der... Hä? Doch, ja, hier haben wir den Geist bezwungen. Und da habe ich ihn auch gefragt, gesagt, da musst du mir jetzt genau sagen, wo das ist. Und das war bei den Spinnenskorpionen. Und, es ist offenkundig gar nicht so leicht zu finden. Jetzt mal sehen. Ich weiß, wo die Spinnenskorpione sind. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Ich habe nämlich also es gibt die Tür relativ am Anfang, die man wirklich nicht von der Seite aus öffnen konnte. Das ist in der Nähe vom Haupttor gewesen und da, wo der Ort der Gnade ist. Und ich glaube, dass wir da rauskommen. Ja. Gut, dann teleportieren wir uns mal wieder zu dem Balkon. Vorderseite der Bühne, Theater, das ist ein privater Altar. Ich gehe mal hier hin. Das war relativ nah beim Boss. Und da machen wir dann ein kleines bisschen Backtracking. Das war beim Boss, jawohl. Und dann gehen wir uns ein bisschen zurück. Schon wieder Nacht. Nee. Das Spiel ist oft dunkel genug. Machen wir lieber wieder morgen. Besser. Und trotzdem die Lampe an. Ja, hier. Das ist jetzt der Spinnenraum von oben. Kann ich mich hier runterfallen lassen und... Das ist relativ hoch, ne? Ah.
liebe diese Typen. Ah, Papa und Mama sind auch wieder da. Tut mir leid, dass ihr das euch noch mal anschauen müsst. Beide auf einem Haufen ist auch. Oh. Gut. Also, hier waren die Kleinen jetzt noch, genau. Jetzt hier mal umschauen. Da kann man sich nicht umgucken. So, lass doch mal. Okay, an das hätte ich mich erinnert, wenn ich hier gewesen wäre. Das ist echt ein sauguter Jumpscare. Voila. Perfekt. Ah, da ist es. Dünne Bestienknochen. Oh, jetzt komme ich vielleicht daraus, wo ich das Item gesehen habe gerade. Skado-Baumfragment, wie immer. Hier lasse ich meinen linken Arm zurück. Die und ihre zurückgelassenen Gliedmaßen, ey, aber... Ja, genau, hier habe ich das gesehen. Mhm. Getrockneter Blumenstrauß, Talisman. Erhöht die Angriffskraft, wenn ein beschworener Geist stirbt. Also wenn ich zum Beispiel Tisch einsetze und er stirbt, ich trage diesen Talisman, dann werde ich stärker. Naja. Okay, hier unten bei den Fliegen war ich schon. Alles klar, ich glaube jetzt haben wir es hier dann wirklich. Ich kann mich jetzt gerade doch jetzt raus teleportieren. Gut. So, was ich jetzt noch abchecken wollte. Das ist hier. Ich bin hier wirklich an allen Bereichen vorbei, habe hier den Dungeon entdeckt, habe hier oben, bin Richtung Turm gelaufen, aber hier zwischendrin noch nicht. Das heißt, ich markiere jetzt hier einfach mal eine 1, teleportiere mich zur Vorderseite des Schlosses. Warum ist es hier eigentlich immer so finster? Oh, das ist ein Item. Im Ernst, habe ich das nie gesehen? Nehme ich. Kann ich vielleicht upgraden? Ja. 4 und 5 mittlerweile. Das werde ich mir auch noch vornehmen, hier bald mal. Dieses Schloss, das hier vorne ist. Aber erstmal, wie gesagt, ich lasse mich schon wieder ablenken. Das ist nicht gut. So, wie vertikal ist das alles hier? Unglaublich. Es geht hoch, es geht runter. Unfassbar viele Höhenmeter und alles ist übereinander gelegt. Auch hier wirklich jeden virtuellen Quadratzentimeter sowas von ausgenutzt. Ja, genau, davon ist der Dungeon gewesen. Da sind die Kämpfe und dann bin ich hier nie runter, hier unten. Oh, hi.
Du wolltest wieder hier Blutungsschaden verursachen, ne? Kannst du vergessen. Oh, da kommen wir auf diesen riesen Berg zu. Oh. Oh. Also in die Richtung hatten wir schon mal geguckt. Jetzt nicht von hier aus. Sondern weil wir hier diese Hütte des Ältesten gefunden hatten. Das war irgendwie über den Giftsumpf. Doch, hier unten war ich schon. Aber ich habe hier, glaube ich, nicht alles geguckt. Mal schauen. Ja, irgendwas ist schon wieder hier in Aggro, damit ich nicht auf die Karte komme. Doch, jetzt. Nein, ich will irgendwie schauen, dass ich hier runterkomme. Das muss möglich sein. Weil ich würde schon ganz gerne den ersten Bereich der Karte weitestgehend abdecken und erkundet haben, bevor ich jetzt die neuen Kartenfragmente suche und nächste Karten oder Spielwelten aufdecke. Hier bin ich nie links. Ja. Hier bin ich nie lang. Hey, oh. Weil ich bin zu der Hütte. Und dann habe ich gesagt, nee, da bin ich mir dann zu weit weg von dem bekannten Gebiet. Aber hier, oh. Ach, ihr? Euch hat keiner vermisst, Leute. Echt? Naja. Oh Gott. Man sieht euch nicht. Ja, die sind überall jetzt wahrscheinlich hier im Gras versteckt. Da vorne steht einer. Sehr offensichtlich. Ledermäuse. Oh, oh ja, überall habt ihr natürlich die Trittfallen. Oh. Oh. Die in der Gruppe. Lästig. Sorry, dass man hier jetzt so wahnsinnig überhaupt nichts sieht. Es geht hier ganz schön in Gegenden, wo die Sonne nie hinscheint. Oh, crap. Oh. Wer macht das? Das machen normalerweise diese großen Giftblumen. Das ist jetzt echt tief unten. Schaut mal. Boah. Das ist die... Genau, das ist die Burg, die ich als nächstes erkunden will. Ah, da hinten ist sie, ja. Okay. Alles klar. Die schlimm sind ja Gott sei Dank nicht so schlimm wie in Dark Souls 3. Ihr Dark Souls 3 Ersatz sind die Sniper Lobster, die riesengroßen Hummer. Euch lasse ich leben. Wenn du... du bist umringt von denen. Vielleicht lässt sie ja was fallen. Miranda-Pulver. Ah! Hey! Nur aus Prinzip. Tschüss. Oh. Dungeon?
Komme ich da hin? Ja, ich komme da hin. Die violette Lilie. Oh, ist das finster hier. Das ist keine 5 Meter weit. Sackgasse. Sackgasse. Wo führt mich das hin? Wo bin ich denn? Da, schaut mal. Unterirdisch. Die Spielwelt ist auch noch untertunnelt. Toll. Oh. Ein Ort der Gnade. Oh, und ein Upgrade für meine Asche. Yes, vielleicht kann man sie ja gleich einsetzen. Ah, du bist hier ein gern gesehenes Element. Nee, kann ich nicht. Ich brauche noch mehr. Sonst würde da so ein weißer Bobbel leuchten. Das ist jetzt wo? Hier, okay. Alles klar. Das ist ein Wasserfall. Sag mir nicht, dass es dann noch tiefer runter geht. Da muss doch jetzt Ende sein. No shit. Und hier? Dann erstmal hier lang. Ich glaube, da nehme ich Torrent für die Sprünge. Hui. Ah, Item. Oh Gott. Ja, Plattforming. Hui. Der Wendekreis dieses Pferdes ist halt echt gruselig. Oh. Ah, da unten ist wenigstens fester Boden. Da sind Fliegen. Wo die sein können, darf ich auch sein. Ah. Geier. Hast du sehr, wie ich Fliegen hasse. Ja, da. Wieder von allen Seiten. Noch mehr? Ja. Es ist immer noch eine mehr. Wo kam ich her? Da vorne. Schauen wir mal. Eine angenehme Gegend. Ich will endlich mal einen Wasserfall, wo dahinter eine Höhle ist. Bitte. Das ist keine. Ui. Hier gar nichts ist? Oder ist das nur eine Strafe, wenn ich runterfallen sollte? Dass ich dann von den ganzen Fliegen überrannt werde aus allen Richtungen? Wenn das Plattforming nicht so hinhaut, wie es hingehauen hat? Naja. Trotzdem irgendwie so ein Ruhencontainer oder so wenigstens, ne? Ja, ja, ich wusste, dass ihr lebt. Du da. Sei mal so unbeholfen wie sonst auch. Moment. Oh. Oh. Sind die größer geworden? Die Sniper-Lobster? Ich markiere gerade ins Blinde hinein, um zu schauen, ob eine von diesen Vogelstatuen echt ist. Oh.
Gott sei Dank nicht so schlimm wie ihre kleinen Kollegen aus dem Hauptspiel. Oh, da liegt ein Item aber bei dem. Ich hasse die. Das sind echt schlimme Viecher. Normalerweise mache ich immer einen riesen Bogen um die. Weil die können zu viel. Irre hier unten. Wie weit bin ich denn jetzt schon? Schaut mal, unter dieser riesengroßen Ebene, was sich hier für eine Höhle verbirgt. Oh, da ist noch ein Ort der Gnade. Komme ich hier auch wieder hoch, wenn ich zurück will? Oh, hier ist noch ein... Ah, da wird es zum Lobster gehen. Ich gehe jetzt erstmal zum Ort der Gnade. Den ganzen Weg gehe ich nicht nochmal. Ja, hier vielleicht. Hoffentlich. Mit Torrent oder so. Und da vorne ist auch noch eine Figur, die spricht. Schönes Plätzchen hier. Ich gucke direkt nach Süden. Wie viel kommt da noch? Man hat mir einst gesagt, ein Sarg könne seinen Passagier auf eine sanfte Reise führen. In St. Trinas seidigen, tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. Ja, Särge kennen wir nur zu gut. Kann ich hier drauf? Okay. Hätte ja sein können. Irgendwann will ich einen Wasserfall, wo dahinter eine Höhle ist. Oh. Oh, jetzt bitte lass mich da zurück. Ich will doch zu dem Hummer. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay, das wird jetzt schlimm. Das wird jetzt schlimm. Er hat sogar rote Augen. Es gibt noch nicht mal was, oder doch? Na. Irgendwann möchte ich mal einen Wasserfall. Ja, okay. Das ist echt ein finsterer, aber überraschender Abstieg in einen Bereich der Spielwelt, wo ich nicht glaubte, dass da überhaupt einer ist. Und jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwie der besagte Sarg zu finden ist. Oh, ich habe schon wieder ein Level-Up-Intus. Glaube ich fast. Oder? Wie viel brauche ich? Ja, habe ich. Locker. Okay. Dann mal an die Kante. Vielleicht ist hier ja Schicht im Schacht und Ende. Wer weiß es. Nein, es geht noch tiefer hinab. Boah. Ey, das Erkunden in diesem Spiel, das ist... Das ist wieder so großartig motivierend. Weil es vor allen Dingen auch immer belohnt. Und sei es nur irgendein Item am Eck. Oder wie hier. Einfach mal eine riesige Höhle, die in ein weiteres Gebiet führt.
Miyazaki, eiskalter Lügner, als er gesagt hat, der DLC ist so groß wie Limgrave. Eiskalt gelogen, ey. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich in dem bisher aufgedeckten Bereich noch nicht alle Dungeons gefunden habe. Ich traue der ganzen Sache nicht. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu hoch. Komme ich hier nochmal an die Stelle zurück, wo ich da... Oder ich muss es halt doch riskieren. Hier. Okay. Was ist denn das? Oh. Pötte zum Runterschießen. Ja, genau. Okay. Es ist nur schwer abzuschätzen, wie hoch das noch ist. Jetzt den Gravitationstod erleiden, ist vielleicht nicht so cool. Oi. Oi, das ist die erste Klangperle. Wo bin ich jetzt? Es ist halt schwer jetzt sich zu orientieren und vor allen Dingen Marking Spots zu entdecken, wenn ich halt unterhalb der Karte bin. Und hier auch nicht irgendwie Zwischenlandkarte. Das ist ja das Hauptspiel. Kartenmenü. Ich kann nicht runterschalten. Also als ob es hier für unten einfach keine Karte gäbe. Das wird jetzt ein orientierungsloses Umhergeirre. Und vor allen Dingen ein riesengroßes Umgehen dieses blöden Viehs da vorne. Mit dem werde ich mich doch nicht anlegen. Ich vertraue immer darauf, dass ich in dem Wasser nicht sofort untergehe. Krabbe. Machen wir mal. Hier, hug the wall. Der wird schon nicht aufmerksam werden, oder? Aber es wird heller, es wird heller. Oh Gott sei Dank. Aber... Ich weiß nicht, ob er auf mich sauer ist schon. Ich will nichts von dir. Geh weg. Wir fliegen gleich vielleicht... Feuerbrocken um die Ohren, passt auf. Ich kann die Karte gerade nicht öffnen. Ich meine, sie bringt mir eh nichts. Wir haben jetzt hier unten, hier bin ich aus dem Feuerdungeon rausgekommen, auf der Seite. Und jetzt haben wir hier unten noch ein weiteres südliches Gebiet entdeckt, aber bei beidem habe ich noch keine Karte. Ich weiß nicht, ob das hier, da oben, das Kartenfragment hier diesen gesamten östlichen Randbereich aufdeckt. Weil es sei denn, ansonsten könnte noch hier im richtig fetten Fog of War noch ein weiteres Kartenfragment sein. Hey, wie cool sieht das denn bitte aus? Ey, das ist mal wieder majestätisch, malerisch, märchenhaft. Sucht euch was aus, aber es sieht schick aus. Voll. Sie haben diesmal echt spannend mit Farben gespielt. Mit Farben und mit Kontrasten, um Stimmung zu erzeugen und die Welt zu inszenieren. Was stapft hier? Ich höre was. Oh, da oben. Ist das ein Upgrade für meine Asche? Wenig Feinde hier, bis jetzt. Schnell auf Holz klopfen. Oh, nee, ist es nicht. Ist was anderes. Gräbertalilie 9. Nice.
Da vorne vielleicht auch. Aschen-Upgrade. Ist das steil hier. Noch eine Gräbertalilie? Yay. Selbst da Inseln, selbst darauf stehen Gebäude. Ich wette mit euch, selbst dahin kommt man. Sag mal, worauf sind die Dinger ein Hinweis? Sind die ein Hinweis darauf, dass es hier einen Dungeon gibt in der Nähe? So wie die Quallen im Hauptspiel haben auch häufig darauf hingedeutet, hey, guckt hier mal ein bisschen genauer um. Irgendwo ist ein Loch in der Wand, das zu einem Dungeon führt. Weil die Dungeon-Dichte ist bis jetzt erstaunlich oder ungewöhnlich dünn. Das sage ich komplett wertungsneutral, weil mich hat das Spiel oder der DLC hat genug Herausforderungen, abwechslungsreicher Natur, dass mir die Dungeons bis jetzt, die ich gefunden habe, in ihrer Anzahl und Qualität unfassbar genügen. Aber das soll auch nicht heißen, dass es vielleicht nicht schon ein paar gab, die ich übersehen habe einfach. Gräbertalilie 7. Ich meine, bei meinem ersten Durchgang habe ich auch bestimmt 3/4 des Spiels nicht gesehen oder nicht entdeckt. Das ist typisch für From Software Souls-Likes, dass man nie alles sofort entdeckt. Da unten. Da. Gut. Ganz am Kartenrand. Wird es noch nach unten hin weiter aufgedeckt? Ey Leute, wie groß wird das Spiel? Also da darf man... Da kann ich schon jetzt sagen, ich glaube die 40 Euro für einen DLC, ein ziemlich happiger Preis, die lohnen sich. Das ist ja echt kein Add-on, das ist ja Elden Ring 1,5. Oh. Was war da? Hey, dich hatten wir schon mal als Boss. Du bist Boxböser Bruder. Ei, oi. Ich hab falsche. Oh, wir haben beide aneinander vorbeigehauen. Der typische Fehler, den kleinen Burschen unterschätzt. Ich hätte noch einen Schlag setzen müssen und dann wäre es das gewesen. Aber, ja, die kleinsten Typen, die am harmlosesten aussehen. Das ist echt Yoda. Die Blitzballs sind auch wieder da. Hier komme ich bei dem, komme ich mit der Weapon-Art nicht so. Der springt viel zu sehr umher und macht sich unsichtbar. Das hat keinen Sinn. Oh, wo kam denn der jetzt eigentlich her? Ah, davon ist er ja gleich. Vielleicht können wir uns anpirschen. Dieses Parieren.
Und dann zack, 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 mein Lebensbalken leer. Muss ich echt Vitalität nachziehen? Ich habe, glaube ich, langsam die Befürchtung, dass ich so den ein oder anderen One-Shot dadurch vielleicht vermeide. Ich war jetzt zwar nicht komplett voll, glaube ich, habe es jetzt nicht ganz beobachtet, aber wenn so ein kleiner Bursche mit so einer Dreier-Kombo mir den Gar ausmacht, dann könnte man eventuell drüber nachdenken, Vitalität nachzuziehen. So 5 Punkte oder so. Baller ihm, glaube ich, nachdem ich ihn so angegriffen habe, die Weapon Art rein. Weil ich glaube, die kann er nicht wegparieren. Oh nein, er ist nicht da. Doch, er ist da. Sternlichtsplitter. Das ist das. Da kann man doch bei. Wie heißt dieser Arschlochzauberer? Doch dagegen tauschen und Sachen kaufen. Saluvis, irgendwie so. Der in einem von den Türmen bei Rani hausiert. Schwert des Geistes. Nicht schon wieder solche Scherzkekse hier. Ach, das sind nur die kleinen. Ach so, die kennen wir ja auch schon. Schwert des Geistes gucke ich mir gleich an. Wasserver... Ja. Keine Höhle dahinter. Ich gebe es auf. Oh, Weisheit. Weisheit braucht das Ding. Macht Magieschaden. Scharf in eine verdrehte Form gearbeitete Klinge, ein Schwert, das viele Jahre der Nutzung auf einer Grabestätte erlebt hat. Es soll als Medium für den Austausch mit Geistern dienen. Ja, indem ich Lebende zu Geistern mache. Okay, jetzt bin ich hier im Kreis. Zu diesem riesen Grabstein zurück. Oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer. Eieiei. Das sind so süß, die Viecher irgendwie, diese Würmer. Aber auch gespenstisch. Ja, Oh. Was ist denn das, was da so krabbelt? Und was ist das, was da so sitzt? Komm mal her. Komm mal her. Was? Ach so. Okay, dich kennen wir ja schon. Total verpeilt. Oh, jetzt kommt die ganze Truppe. Theo ist wieder da. Moment, Theo, du darfst gleich wieder rauf. Ich muss nur kurz hier für Ordnung sorgen. So. Ja, hi. Moment. Ja, so. Ich weiß, bald ist auch Essenszeit, ne? So.
Ey, wie lieb gerne hätte ich hier unten eine Karte. Wirklich? Also man klappert ja normalerweise die Wände, die Felswände ab auf der Suche nach irgendwelchen Öffnungen, die zu Katakomben, Minen oder Gruften führen oder so. Aber bis jetzt... Ja. Okay. Safety hier, der Typ da vorne sieht schlecht gelaunt aus. Außerdem räumen wir... Ach, das ist Ding. Das ist der Gegnertyp, der mich immer an Okairos erinnert hat aus Dark Souls 3. Der zum Beispiel auch mal als Dungeon-Mini-Boss auftaucht oder auf Mount Gelmir. Ja. Sieht bedrohlicher aus, als er ist. Oh oh. Das ist gefährlich. Belohnung? 100.000. Sternbildschwert. Katana. Ein Schwert, auf dem eine Reihe aus Schimmerstein gefertigter Sterne angebracht wurde. Waffe der Halbmenschen-Schwertkämpfer. Wenn die Schwertkämpfer von ihrer Königin mit dieser Waffe beschenkt werden, geschwören sie, die Wahrheit zu finden, die am Ende der Prozession der Sterne liegt. Das ist auch eine Kulisse, ne? So, okay. Der Teil des Strandes ist erledigt. Nur ein kleiner, unauffälliger, harmloser Miniboss. Dann können wir hier versuchen, den Kreis zu schließen und irgendwie wieder rauszukommen hier. Bringen die sich um, wenn ich ihnen zu nahe komme? Ich habe immer gerade Runen bekommen. Ja, da kann man schon durchreiten und ganz billig Runen farmen. Bringt nicht viel, aber hey. So, jetzt habe ich den Kreis geschlossen. Hier war vorhin der Kampf gegen den Borg-Verschnitt. Dann kommen wir hier vorne wieder raus an den Strand, auf der anderen Seite. Mal sehen, ob man auf die Insel mit diesem Tempel draufkommt. Da drüben. Oh, das ist ein Ort der Gnade. Und hier kommt man runter. Oh, schau. Oh ja, das ist ja bestimmt. Mhm. Da kommt man sicher runter. Plattforming mit Pferd. Am besten. Das ist hier bei der Kirche der Segnung. Oder halt auf diesem... Dieser rote Bereich, den man schon mal gesehen hat, der noch mal ein Stückchen über mir ist. Ich bin jetzt wirklich so tief unten. Nein.
Das ist jetzt bestimmt zum Ersaufen. Ertrinken. Oh, wobei. Da ist eine Kante. Gibt's das hier auch? Hm, da sind Krabben, da sind Items, da sind Fackeln. Kann mir niemand erzählen, dass man da nicht hinkommt. Alles klar. Alles klar. Spinnst du eigentlich? Ich habe da ein Loch gesehen im Boden. Handbuch des Grabhüters. Haha, Leute, es geht noch tiefer. Das geht dann unterirdisch darüber, oder? Oh, nicht im Ernst. Wie viel 100 Meter haben wir jetzt eigentlich schon nach unten hin hinter uns gebracht? Ja. Wenigstens darf ich hier reiten. Wo komme ich denn jetzt hin? Oh. Höchstes Upgrade-Material. So, jetzt in die andere Richtung. Billige Runen. Luft anhalten. Das ist so spannend. Hey. Hast du vergessen? Ja, jetzt bin ich auf der Insel. Vielleicht eine Feuerkommunionsinsel. Da, wo man mit Drachenherzen Pyromantien sich kaufen kann. Könnte sein, ne? Okay. Sehen, was es hier so gibt. Der Weg hierher war ja schon knifflig genug. Hey. Hey, wenn die so schlimm wären wie in Dark Souls 3, dann würde ich hier aber echt mal große Brocken brechen. Ihr seid harmlos. Steilklippe. Ich gehe erstmal kurz im Kreis. Ey, wenn das ein Aufzug ist, der noch tiefer führt, ne? Siofra-Style. Mich wundert nichts mehr.
Mich würde auch nichts mehr überraschen. Da ist ein NPC. Nee, es ist eine Statue. Oh. Ein südliches namenloses Mausoleum. Ah. Sehr schön. Boss. Tänzerin von Ranar. Warum macht sie das jetzt plötzlich? Habt ihr das gesehen? Das war eine Endlos-Kombo, ne? So richtig so... Wo ich sage, okay, darf ich jetzt auch mal wieder? Was? Eigentlich ist sie ja relativ leicht zu durchschauen. Aber dann kommen diese Bosse, diese Mini-Bosse hier im Elden Ring DLC um die Ecke und sagen, ah, think twice. Großes Kino, ey. Einfach nicht zu Wort kommen lassen. Weil der Bluthund reißt sein nach das hier. Oh. Blöd jetzt, ja. Schaut mal. Die hört mich auf. Das dauert bis zum Abwinken. Durchspringen. So. Oh, das hat wehgetan. getan. 80.000. Tanzende Klinge Ranars. Und ihr Set. Krummschwert. Dekorative Schwerte, in die inbrünstig rot glühen. Ein Waffenpaar, das in beiden Händen geführt wird. Von der Tänzerin Ranars genutzt. Trifft Gegner beim Ausführen eines starken Angriffs mit einem tanzenden Überfall. Ja, das habe ich gemerkt. Danke. Das ist eine leichte Rüstung unter Garantie. Jawohl. Ein hellrotes Kleid der Tänzerin von Ranar erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Der Tanz von Ranar ist von brennender Leidenschaft geprägt. Die leidenschaftlichsten Tänzerinnen lassen ihren feurigen Tanz niemals enden und verlieren dabei sogar ihren Namen. Erlischt ihre Leidenschaft, erlischt auch ihr Lebenslicht. Oh. Cool. Hintersten Zipfel der Spielwelt hier so eine interessante Dame gefunden. Mit einem interessanten Kampfstil und einer interessanten Heimat. Okidoki. Dann werde ich hier mal einen Break setzen in der nächsten Folge. Erkunden wir den Rest hier unten und holen uns hoffentlich dieses Kartenfragment hier unten. Es ist noch ein bisschen weiter, hat sich aufgedeckt in die Richtung. Also, das ist riesig. Wenn man bedenkt, dass hier oben auch noch zwei sind, dann könnte da noch einiges passieren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich würde mich sehr mit einem Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, jetzt ist er auch wieder wach geworden. Dann... verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und macht's gut.